würde gerne die gesunde Mischung aus beiden haben. Mädchen von nebenan. Ich würde sagen, die Sexbombe, weil ich denke, das ist wichtig für eine lang anhaltende Beziehung. Das Mädchen von nebenan, da habe ich so, das verbinde ich mit der Aussage so ein bisschen mit Schüchternheit zum Beispiel. Also ich bin ein sehr offener Mensch und ich liebe es einfach, wenn mein Gegenüber auch so ist. Also kann beim ersten Mal funktionieren, kann beim fünften Mal funktionieren. Also ist nicht so direkt sofort. Erst beim dritten Date. Da bevorzuge ich lieber das romantische Dinner am Strand. Romantische Dinner am Strand. Romantisches Dinner am Strand. Da habe ich schon Respekt vor der Höhe. Morgens den Fallschirmsprung und nachmittags und abends das Dinner am Strand. Mittlerweile Morgenmensch. War mal anders. Ich würde sagen, beides. Also ich bin sehr, sehr früh wach und kann aber auch genauso gut sehr lange wach bleiben. Nachteule. Ich bin ein Morgenmensch. Grundsätzlich, auch wenn der Wecker nicht klingelt, bin ich um 6.30 Uhr eigentlich wach. Das ist so meine innere Uhr. Eher 5 Minuten. Ist nicht lang. Stunde. 5 Minuten. Die meisten schätzen mich ein, als würde ich wirklich lang brauchen im Bad. Das ist absolut nicht der Fall. Mittelding. Eine Kombination. Früher Bad Boy, heute Schwiegermuttertyp. Schon Schwiegermamas Liebling, aber habe auch einen gewissen Touch von Bad Boy. Heulen am Wasser gebaut. Habe auch kein Problem, vor anderen zu heulen. Es dauert ziemlich lange, bis man das knackt, ja. Also da bin ich, glaube ich, eher emotional verschlossen, ja. Ja, also wenn es so ist, dann lasse ich es raus. Also ich bin jetzt keiner, der das unterdrückt. Wenn es so ist, dann ist es menschlich, ne? Liebe entwickelt sich langsam, weil auf den ersten Blick kann man leider nicht den Charakter sehen. Ich denke schon, wenn es die richtige ist, kann es Liebe auf den ersten Blick geben, ja. Liebe entwickelt sich erst mit der Zeit. Ich bin der Meinung, Liebe entwickelt sich, aber ich bin der Meinung, dass man sich auf den ersten Blick wirklich in jemanden sehr verschießen kann. Normalerweise total entspannt, aber wenn die Person mir, also mein Gegenüber mir einen Grund gibt, eifersüchtig zu sein, dann bin ich schon eifersüchtig. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, weil Eifersucht entwickelt sich bei mir erst dann, wenn ich nicht genug Bestätigung von meinem Gegenüber bekomme, dass sie auch wirklich ehrlich ist. Ich habe so das Prinzip, dass wenn man Eifersucht hat in der Beziehung, dann stimmt irgendwas nicht. Also ich würde jetzt niemals meinem Partner irgendwas verbieten, wo ich denke, okay, ich kann ihr jetzt nicht trauen. Deswegen, wenn Eifersucht herrscht in der Beziehung, ja, dann stimmt irgendwo was nicht. Auch eine Kombination. Ich glaube, ich bin im Mittelweg. Ich habe eine italienische Eifersucht und ich habe eine deutsche Entspannung in mir, was das angeht. Ich bin kein extrem eifersüchtiger Mensch. Ganz entspannt.